Professor Diehl hier. Ich möchte Herrn Stahlschmidt sprechen. Ja, rufen Sie bitte ans Telefon. Ich weiß, dass heute Sitzung ist. Deshalb rufe ich ja an. Ja, ja, nun holen Sie ihn schon. Hören Sie, Sie wissen wohl nicht, mit wem Sie reden. Gehen Sie sofort zu Dr. Stahlschmidt und sagen Sie ihm, Professor Diehl ist am Apparat. Wie heißen Sie? Wir sprechen uns noch. Unverschämtheit. Aber dem werde ich es zeigen. Der hat die längste Zeit für die Stiftung gearbeitet. Ja. Vielleicht hat er ja Anweisungen, mich zu verbinden. Bitte misch dich nicht in Sachen, von denen du nichts verstehst. Aber Mama hat recht. Und du halt dich da raus. Du musst deinen Senf ja nicht überall dazugeben. Wer hat die Katze in den Garten gelassen? Ich weiß nicht. Vielleicht habe ich die Tür nicht richtig zugemacht. Also das wirst du ja wohl noch können. Hör auf, so mit Mama zu reden. Hast du hier auch schon was zu sagen? Solange du deine Füße unter meinen Tisch setzt, benimmst du dich anständig. Ich will mal wissen, wenn ich mich nicht anständig benimm. Halt den Mund, das ist besser für dich. Und dir sage ich es zum letzten Mal. Ich will nicht, dass die Katze im Garten ist. Sie tut den Vögeln nichts. Ich will es nicht, du hast es gehört. Und damit basta. Wolf? Vater hat er. War wieder total betrunken heute Nacht. Hoffentlich bricht er sich dabei mal den Hals. Wo steht er? Ich pack mal in die Tasche, ich hab's aufgeschrieben. Ist ihm was passiert? Nee, Unkraut vergeht nicht. Das ist immer die Falsche. Los, mach mal auf. Ja. Was entsteht? Ach, ein Ersatz für den guten alten Professor. Auch mal zu finden ist nicht so einfach. Hoffentlich wird Dr. Westphal unser neuer Chef. Suchen wir, Herr Stehring, einen Arzt oder einen Krankenhausdirektor? Einen Arzt, der gleichzeitig Verwaltungsfachmann ist. Und das ist ohne Zweifel Professor Diehl. Das ist Ihre Meinung. Ist das wirklich Ihre Überzeugung? Obwohl Sie den Bericht von Dr. Reimann gehört haben? Ach, wissen Sie, es gibt überall Intriganten. Jeder hat einen Freund, den er hochheben will und der ihn dann später nachziehen soll. Aber die Beschwerden von Dr. Reimann sind absolut fundiert. Sie sind irrelevant, Herr Stehling. Eine kleinliche Auflistung von Fehlern, wie sie in jedem Krankenhaus vorkommen. Lautstärke beweist gar nichts. Mir scheint, wir sind an einem toten Punkt angelangt. Stimmen wir ab. Wer ist für Professor Diehl? Eins, zwei, drei. Und wer für Oberarzt Dr. Westphal? Eins, zwei, drei, vier. 3-4. Ich enthalte mich der Stimme. Schreiben Sie bitte. Auch im zweiten Wahlgang konnte keiner der Kandidaten die erforderliche Zweidrittelmehrheit auf sich vereinigen. Ich danke Ihnen, meine Herrschaft. Wie ist es gelaufen? Ah, ich verstehe. Du bist nicht allein.
Ja, wann du willst. In einer Stunde? Gut. Also, bis gleich. Herr Dr. Westphal, Telefon für Sie. Aber jetzt doch nicht. Wer ist es denn? Herr Steele. Sagen Sie ihm bitte, ich kann jetzt nicht. Ich rufe später zurück nach der Operation. Sag ich Ihnen. Und was ist mit Ihnen? Spielen Sie heute nicht mit? Doch, doch, natürlich. Ich mache mich gleich fertig. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Sie brauchen keine Angst zu haben. Sie sind bei Dr. Westphal in den besten Händen. Und ich sorge dafür, dass Sie sich schön träumen. Hm? Guten Morgen. Guten Tag. Was gibt's denn, Dr. Rahn? Ich habe der Patientin gerade erklärt, dass sie vor der Operation das Formular unterschreiben muss. Operation? Kommen Sie bitte mit. Machen Sie so lange weiter, ich bin gleich zurück. Na, kommen Sie schon. Hören Sie, über meine Patienten verfüge ich immer noch selbst. Auf keinen Fall, aber geschieht irgendetwas hinter meinem Rücken. Ich dachte, Sie haben mit Herrn Westphal gesprochen. Das habe ich auch. Ich habe gesagt, kein Stahl. Erstmal versuche ich es medikamentös. Ich glaube nicht, dass Sie die Steine so wegkriegen. Was Sie glauben oder nicht glauben, ist mir egal. Aber ich erwarte von Ihnen Loyalität, Dr. Reimer. Es wäre nett, wenn sich das merken würde. Herr Professor, ich bin nur eines der Nächsten. Besprechen Sie das mit dem Doktor Westphal. Das werde ich auch. Ich rufe ihn an, und zwar sofort. Ärgere dich nicht. Wir werden ihn überstehen, man kann doch nicht ernst nehmen. Ja, aber man darf sich nicht alles bieten lassen. Ach, weißt du, wie er ist? Er glaubt, er ist der liebe Gott. Vergiss es und freu dich lieber auf heute Abend. Ich freue mich sehr. Sehr glücklich. Ah, Herr Kollege. Sie wollten mich sprechen? Ja. Nehmen Sie doch bitte Platz. Danke. Bitte. Wie Sie sicherlich wissen, hat man mich zum Chef dieses Hauses bestellt. Ja, kommissarisch. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Auch wenn es nicht ehrlich gemeint ist. Aber Ehrlichkeit ist ja sowieso keine Ihrer bevorzugten Eigenschaften. Wie darf ich das verstehen? Genauso, wie ich es sage. Sie sind unaufrichtig, illoyal und Sie intrigieren. Ich darf wohl gehen. Warten Sie doch noch einen Augenblick. Bitte lassen Sie uns allein. Wir wollen doch in Ruhe darüber reden. Mir scheint, dass Sie sich besonders an den Begriff Intrige stoßen. Wie nennen Sie es, wenn Sie mich hinter meinem Rücken bei einem Kurator der Stiftung verleugnen? Ich habe sie nicht verleumdet. Man hatte mich gebeten, dem Kuratorium meine Bedenken vorzutragen. Wer? Wer hat Sie gebeten? Das möchte ich Ihnen nicht sagen. Womit wir an dem Punkt Illoyalität angekommen werden. Sie es anders. Das ist Ihr gutes Recht. Aber mein Recht ist es, dass ich so einen Mann nicht als Mitarbeiter akzeptieren muss. Was wollen Sie tun? Mich rausschmeißen? Kann ich leider nicht. Aus arbeitsrechtlichen Gründen. Ich kann Sie aber entsprechend den Satzungen der Stiftung versetzen. In unsere Schwesterklinik im Bayerischen Wald. In dieses gottverlassene Kaff? Sie werden sich schon eingewöhnen.
Und wenn ich es ablehne? Dann allerdings kann ich Sie entlassen. Fristlos. Oh. Ich bin sicher, der Bayerische Wald wird Ihnen gefallen. Er ist ja landschaftlich wunderschön. Findest du nicht, dass du alles ein bisschen übereilst? Das finde ich nicht, Marianne. Wenn ich nichts unternehme, sitze ich Ende des Monats in diesem Kaff. Im Bayerischen Wald. Muss ich die Füchse gute Nacht sagen? Du weißt, was das bedeutet, wenn du jetzt weggehst. Unsere gemeinsame Zukunft, das Kind, das wir mal haben wollten. Alles zerplatzt für eine Seifenblase. Das ist doch Quatsch, was du da redest. Uns schafft Deal nicht. Hast du selber gesagt. Vielen Dank. Guten Abend, Herr Professor. Ah, Stelter. Na, haben Sie was gefunden? Ja. In Ihrer Garage ist ein großer Fleck. Öl? Bremsflüssigkeit, soviel ich feststellen konnte. Ich begreife es nicht. Dass etwas leckt, das verstehe ich ja. Aber dass alles gleich ausläuft. Sowas geht schnell, wenn eine Dichtung kaputt ist. Oder wenn man nachhilft. Ich bin nur Fahrer und kein Mechaniker, aber sowas halte ich für unmöglich. Also Stelzer, sprechen Sie noch mal mit der Werkstatt. Ja, mach ich gleich morgen früh. Soll ich Sie jetzt nach Hause bringen? Nein, nein, danke, Stelzer. Ich fahre heute selbst. Ja. Bitte. Schönen Abend, Herr danke. Professor. Danke. Ach, Herr Stelzer. Herr Professor? Morgen kriegen Sie Ihren Vertrag. Jetzt kann ich es machen, als Chef. Ach, oh, das ist ja toll. Gratuliere schön. Danke. Also dann fahre ich ab jetzt nur noch Sie. Richtig. Und Dr. Westphal. Ja, Dr. Westphal. In Zukunft möchte ich wissen, wohin er fährt, mit wem er fährt und was während der Fahrt gesprochen wird. Das ist wichtig. Für das Krankenhaus und damit für uns alle. Das verstehen Sie doch, oder? Ja, ja, natürlich. Also, halten Sie Augen und Ohren offen. Ja. Wiedersehen. Wiedersehen. Ach, und vergessen Sie nicht, morgen Ihren Vertrag abzuholen. Nein, nein, bestimmt nicht. Schönen Abend, Herr Professor. Danke. Wiedersehen. Machen wir uns nichts vor, Wolf. Solange Stehling im Kuratorium sitzt, kriegen wir dich nicht durch. Also eine hundertprozentige Pleite? Nein, nicht ganz. Bis zur endgültigen Besetzung der Planstelle bist du kommissarischer Leiter des Krankenhauses. Das ist auch schon was. Das ist eine ganze Menge. Du bist in Praxi der Chef und hast alle Rechte. Bitte sehr. Danke. Eines ordentlich bestallten Krankenhausdirektors. Und vergiss nicht, kommt Zeit, kommt Rat. Oder besser, geht Stehling, kommst du. Thank you.
Ich bin hat auf Dr. Westphal gewartet. Danke lange. Lange genug. Dass ich diese Schmiererei mal irgendjemandem zeigen muss. Kannst mir glauben, ich fühle mich nicht so wohl dabei. Was ist das? Es ist eine Art Tagebuch. Als Diehl immer mehr Fehler gemacht hat, Fehler, die nicht nur für die Patienten, sondern auch für die Klinik gefährlich waren, da habe ich Buch geführt. Als Selbstschutz, verstehst du? Ich verstehe vor allem, dass du dich dabei ganz schön mies fühlst. Du hast gut reden. Was glaubst du denn, was passiert, wenn Diehl die Klinik in die Finger kriegt? Kaum ein halbes Jahr, die machen uns den Laden dicht. Er kann doch nicht alle seine Fehler beerdigen. Dafür sehen zu viele Augen genau hin. Es sind aber nicht nur medizinische Fehler, die du da notiert hast. Nein. Auch charakterliche. Das ist besonders schlimm bei jemandem, der über so einen Apparat verfügen kann. Die Frauengeschichten, ich meine, musste das sein? Ja. Ich habe mir das ganz genau überlegt. Diehl darf nicht die Leitung des Hauses kriegen, nur weil er das richtige Parteibuch hat. Das wäre eine Katastrophe. Und was soll ich also tun? Sprich mit Stahlschmidt. Heute noch. Soll ich ihm das Buch geben? Nein, nein. Nur zeigen. Erzähl ihm, was drin steht. Vielleicht bekommt er ja Angst vor einem Skandal. Ich will es nicht dramatisieren. Aber in dem Tagebuch steckt eine Menge Sprengstoff, Herr Dr. Stahlschmidt. Das kann gefährlich sein, besonders für die Stiftung. Und ganz besonders für Professor Dr. Diehl. Ja, es ist sozusagen sein Buch. Darf ich es haben? Nein, dazu bin ich leider nicht ermächtigt. Aber Sie können mir glauben, alles, was ich Ihnen erzählt habe, steht drin. Und noch einiges mehr. Ich werde so bald wie möglich mit Professor Diehl darüber sprechen. Aber bis dahin kein Wort an die Öffentlichkeit. Kann ich mich darauf lassen? Ja. Das Buch ist in meinem Besitz, da kommt niemand an. Da bin ich ja beruhigt. Und stellen Sie sich vor, das Buch gerät in falsche Hände. Vielleicht kann sowas zu einem Erpressungsversuch benutzt werden. Ja, haben Sie recht. Man kann gar nicht vorsichtig genug sein. Sie hören von mir. Ich telefoniere noch heute mit Ihnen. Wiedersehen. Gute Erholung. Das geht schon. Gott sei Dank, dass Sie kommen, Papa. Hat furchtbare Schmerzen. Nur nicht aufregen. Das werden wir gleich haben. Ja, Hartmut, was machst du denn für Sachen? Das. Eigentlich wollte ich ja bis morgen warten, weil ich dir den Nachttarif nicht so recht gönne. Ich weiß gar nicht, was du willst. Er ist doch wie immer. Boshaft und geizig. Ja, ich kenne ihn. Alles Theater. Er hat wirklich starke Schmerzen. Ach was, ich habe mich verhoben. Das ist alles. Ja, dann bin ich schon mal da. Dann kann ich mir das auch ansehen. Wo tut's denn weh, hm? Oh, verdammt noch mal. Pass doch auf. Huste mal. Was soll das denn heißen? Hm. Ich kann ihn nicht zurückdrücken, Hartmut. Ich muss dich operieren. Was? Ja, eigentlich noch heute, aber ich glaube, wir können bis morgen früh warten. Ach, das ist unmöglich. Ich habe mir etwas verhoben, wie das jedem mal passieren kann.
Bei sowas muss man doch nicht kleines Messer. Doch, gleich morgen früh als Erster. Das ist nicht ungefährlich, Hartmut. Du hast einen eingeklemmten Bruch. Komm, dreh dich mal um. Na komm. Kann sich doch nur an den Kopf fassen. Schmeißt den Anästhesisten raus, ohne für Ersatz zu sorgen. Gehirn amputiert, nenne ich sowas. Das ist erst der Anfang, Herr Doktor. Keine vier Wochen und wir haben Chaos hier. Schlimmer kannst du gar nicht mehr werden. Herr Kollege, ich erfahre gerade, dass Dr. Reimann Sie im Stich gelassen hat. Im Stich gelassen? Sie haben ihn doch gefeuert. Nicht gefeuert, versetzt. Zum nächstmöglichen Termin. Ab sofort? Das werde ich ja wohl besser wissen. Sie haben gesagt, Sie wollen ihn hier nie wiedersehen. Ach, reden Sie doch keinen Quatsch. Rufen Sie lieber Dr. Reimann an, sagen Sie, er soll sofort herkommen. Dr. Reimann ist nicht da, er ist gestern Nacht noch weggefahren. So, und nun? In einer halben Stunde wird operiert. Ohne Anästhesist? Das mache ich. Sie? Sie haben sich doch sehr genau über mich informiert, Herr Kollege. Es scheint aber Ihre Aufmerksamkeit entgangen zu sein, dass ich 7 Jahre als Anästhesist im Bethesda Krankenhaus gearbeitet habe. Wie gesagt, in einer halben Stunde. Flacher Puls. Wird langsamer. Zurück selbst. Was ist los? Was machen Sie denn? Mehr Sauerstoff? Er kriegt schon alles, was ich hab. Verdammt nochmal, was geht hier vor? Die Pupillen sind weit. Wir brauchen Sauerstoff. Mensch, dreht sie auf! Hab ich ja! Hier, bis zum Anschlag! Herzstillstand. Berlin. Und dann, ja, los, 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 los! Sind Sie wahnsinnig? Wie können Sie so etwas sagen? Die Narkose hat ihn umgebracht. Sehen Sie sich den Mann doch an. Darauf wollen Sie hinaus. Sie wollen das auf mich abschieben? Ich möchte gerne wissen, wie so ein gesunder Mann wie Stehling
einen Routineeingriff, Ex-Gate. Genau das will ich auch wissen. Dann sind wir uns ja ausnahmsweise einig. Rufen Sie die Polizei. Nein, ich bleibe hier. Ich passe auf, dass niemand etwas berührt. Nichts darf verändert werden. Na schön, dann rufe ich Sie eben. Ein bisschen schlau machen? Ja, sogar sehr. Der graue Schlauch ist Lachgas. Hm. Der blaue Sauerstoff. So sollte es jedenfalls sein. Die beiden sind vertauscht worden. Blau auf Grau und Grau auf Blau. Und das ist natürlich tödlich. Hm. Ein Versehen? Versehen? Unmöglich. Um die Schläuche zu vertauschen, muss man die Anschlussstutzen abschneiden. Und das geht nur mit Absicht. Kommen Sie bitte mal, ich brauche eine Aufnahme hier von den Schnittstellen. Das heißt also, er hat statt Sauerstoff Lachgas bekommen. Tja, so ist's. Und das hat er nicht ausgehalten. Danke. Ja, so kann man es natürlich auch ausdrücken. Waren Sie mit ihm befreundet? Ja. Und Professor Diehl? Was? Waren die auch befreundet? Bestimmt nicht. Herr Stehling mochte ihn nicht. Trotzdem wurde Professor Diehl zum Chef dieses Hauses ernannt. Ja, gegen Stehlings Willen. Er hat dagegen gestimmt. Deshalb ist es der Diehl ja auch nur kommissarisch geworden. Das heißt, Professor Diehl hätte bei der nächsten Wahl abgewählt werden können. Ja, das wäre durchaus drin gewesen. Wenn der Stehling noch leben würde. Wann fand das Gespräch mit dem Anästhesisten statt? Ich glaube, Dr. Reimann heißt er. Gestern. Aber da wusste noch keiner, dass Herr Stehling operiert werden muss. Und warum betonen Sie das so besonders? Falls Sie auf den Gedanken kommen sollten, ich hätte Reimann versetzt, um die Anästhesie zu übernehmen. Wie ich reagiert habe. Ich war erstaunt, dass der Chef selbst die Narkose macht. Ich glaube, es waren wir alle. Und nachdem Sie das erfahren haben, was haben Sie da gemacht? Mich auf die Operation vorbereitet. Ja, die ganze Zeit bis zur Operation? Ja, wie immer. Waren Sie in dieser Zeit mal allein im OP? Im OP? Allein? Ja. Und zwar nachdem Sie wussten, dass Professor Diehl die Narkose macht. Nein, keine Sekunde. War ich nicht. Wirklich? Dankeschön. Herr Professor, das ist einfach widerlich. Eine Intrige. Eine ganz gemeine Intrige. Da können Sie mal sehen, wie man aufpassen muss. Was ich Ihnen gestern gesagt habe, man muss Augen und Ohren offen halten. Ach ja, das Büro hat Ihren Vertrag ausgeschrieben. Hier.
Zufrieden? Ja, sehr. Das hätte kein anderer für mich getan. Bestimmt nicht. Danke, Herr Professor. Ach, Herr Professor, Ihr Mantel. Oh ja. Vielen Dank. Und danke. Ingrid! Die Katze ist schon wieder draußen. Ich hab dich gewarnt. Nicht nochmal mit Mama. Früher bringe ich dich um. Na los. Versuch's! Ich tue es. Wenn sie mich dafür ein Leben lang einsperren. Es ist mir egal. Schlag doch zu. Worauf wartest du? Ist Mama zufrieden? Ich warne dich. Alles, was du ihr antust, zurück. Schwöre ich dir. Das fällt doch jedem auf. Westphal und Diehl, die gönnen sich doch gegenseitig das Schwarze unterm Fingernagel nicht. Können sie doch nicht ausstehen. Beide wollten sie den Chefposten. Also haben Sie beide ein handfestes Motiv für den Mord. Nee, danke doch. Ach, du nicht? Na, dann nimm du's. Ja. Aber nicht nur die. Danke. Mindestens 20 Männer von den Frauen, die in der Klinik arbeiten, die haben auch eins. Die würden dir mal gerne zeigen, wo Bartel den Most holt. Was, wer holt wem Most? Herr Professor Diehl? Ja, genau der. Ich sage dir, der ist scharf wie eine Rasierklinge. Ja, im OP, da sind zwei Schwestern, die sind sauer auf ihn. Die eine, weil er sie erst beglückt dann abgeschoben hat und die andere, weil er hier noch nie auf die Idee gekommen ist. Der Anästhesieassistent Theo Klein heißt er. Der hat eine hübsche Frau, die arbeitet im Labor von der Klinik. Es würde mich wundern, wenn der keins hätte. Na, dann klingt dich doch mal bei ihm ein. Ja, mach ich. Danke. Was ist denn eigentlich mit dem Anästhesisten, den der Diehl versetzt hat? Dr. Reimann? Was soll mit dem sein? Das war doch so eine Art Rausschmiss. Wie wär's, wenn der dem Diehl vor dem Abgang ein faules Ei ins Nest gelegt hat? Ich meine, der Diehl ist doch für den ganzen Laden verantwortlich. Erst recht doch, wenn bei einer Operation einer draufgeht. Oh. Sag mal, das würde ja bedeuten, dass Stehling den Löffel zufällig hat abgeben müssen. Ja, ist auch nur eine Hypothese. Trotzdem sollten wir uns auch darum kümmern. Du hast recht, Loni. Das Bussenhammer. Das reicht, um meinen Vater sofort abzulösen. Nicht so lange Stahlschmidt seine Wurstfinger über ihn hält. So ein Skandal kann sich nicht mal Stahlschmidt erlauben. Wo hast du das Buch? Aus dem Schreibtisch. Es lag zwischen den Papieren von meinem Vater. Glaubst du, ist das Buch dein Vater schon mal irgendjemandem gezeigt hat? Ich weiß nicht. Wenn Stahlschmidt davon weiß, dann weiß es mein Vater auch. Ach.
Sein Vater hat gewusst, dass er erledigt ist, wenn die Aufzeichnungen veröffentlicht werden. Ja, ja, das muss ihm klar gewesen sein. Vor der Operation. Aber das kann natürlich niemand beweisen. Du wirst sehen, das läuft auch diesmal genauso wie immer. Stahlschmidt paukt ihn raus und kein Mensch spricht mehr davon. Mhm. Diesmal geht es nicht wie immer. Diesmal nicht. Guten Tag, Herr Professor Diehl. Was wollen Sie? Ihr Hausdurchsuchung. Wo dürfen wir anfangen? Das ist mir egal. Am besten oben in Ihrem Zimmer? Von mir aus. Guten Tag, Feldmann, K3. Bitte. Bitte, Ingrid, für die Herren noch. Natürlich. Meine Herren, kommen Sie bitte. Bitte, gehen Sie ruhig. Wie kommen Sie darauf, dass ich Aufzeichnungen besitze, die mir nicht gehören? Wir haben einen Hinweis bekommen. Ein Hinweis? Ja, von einer Frau. Eine Kassette. Anonym. Vielleicht könnte ich die mal hören. Vielleicht erkenne ich die Stimme. Das Band wurde bereits bearbeitet. Da hat selbst unser Sonograf versagt. Trotzdem, ich könnte es ja mal versuchen. Bedauere. Sollte mich nicht wundern, wenn die Stimme einer Frau gehört, die in diesem Haus lebt. Kalle, kommen Sie mal. Bitte mal, das war hinter einem Relief versteckt. Danke. Dann kommen Sie. Haben Sie es gehört? Ich habe gar nichts gehört. Das war hinter einem Relief versteckt. Westphal. Das gibt's ja nicht. Das ist ja eine Schweinerei. Das ist ja eine ganz miese Intrige. So. Wie kommt das Buch hierher? Weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich habe hier gar nichts von der Existenz dieser Aufzeichnungen gewusst. Das ist nicht wahr. Dr. Stahlschmidt hat Ihnen davon erzählt. Hat er nicht? Wir haben seine Aussage. Er hat Sie außerdem gefragt, ob Sie von Ihrer Kandidatur zurücktreten wollen. Wie soll ich denn an dieses Buch gekommen sein? Na, glauben Sie vielleicht, ich breche ein? Meine Kollegen haben auch diesen Schlüssel bei Ihnen gefunden. Diesen Schlüssel kenne ich gar nicht. Moment mal! Das ist ja meiner. Was ist denn? Der Schlüssel ist weg. Nicht so stürmisch. Lass mich am Leben. Ich kann dir gar nicht sagen, wie glücklich ich bin, dass du wieder da bist. Gehen wir? Ja. Komm, gib mir deine Tasche. So weit kommt es. Du musst mir alles erzählen. Ich bin gespannt wie ein Friedhof. Hört's ab, ich erzähle dir alles. Ich geb's auf, es hat keinen Zweck. Ich kann ja sagen, was sie will, sie glauben mir ja doch nicht. Für sie ist die Sache klar, absolut schlüssig. Ich habe von den Aufzeichnungen gewusst, also musste ich Stehling ausschalten. Ja, wenn Sie Chef werden wollten, war das die einzige Möglichkeit. Eine Veröffentlichung des Buches hätten Sie nicht überstanden. Ich sage ja, es hat keinen Zweck. Es ist ein Komplott. Aber keiner glaubt mir. Man will meinen Kopf. Wer? Wer? Das weiß ich nicht. Irgendwer. Bin jetzt auch überzeugt, dass mein Autounfall ein Attentat war. Was denn für ein Autounfall? Ich musste meinen Wagen gegen eine Baustelle lenken. Wieso mussten Sie? Die Bremsflüssigkeit war ausgelaufen. Die Bremsen haben nicht gegriffen. Nicht ein Tropfen Bremsflüssigkeit war mehr drin. Komisch, was? Wir hatten das festgestellt. Mein Fahrer. Er hat den Wagen in der Werkstatt untersuchen lassen, mir dann Bericht erstattet. Wie heißt der Mann?
Rudi Stelzer. Rufen Sie ihn an, er soll herkommen, und zwar sofort. Das war eine ganz normale Inspektion. Ja. Ja, also ich habe dann den Wagen abgeholt und in die Garage von Herrn Professor Diehl gestellt. Und da war noch alles in Ordnung? Ja, ja, also ich habe nichts bemerkt. Ja. Ja, am nächsten Tag ist es ja dann passiert. Ja, der Herr Professor musste seinen Wagen in eine Baustelle setzen. Ja, hat eine Menge Satt gehabt, also eine ganz böse Geschichte. Was war denn die Ursache des Unfalls? Die Bremsen haben versagt. Ah. Also die Bremsflüssigkeit war ausgelaufen. Ich verstehe nicht allzu viel davon, aber dass die Bremsflüssigkeit ausläuft bis zum letzten Tropfen, erscheint mir doch ein bisschen sonderbar. Ja, bin Fahrer, kein Mechaniker. Was hat denn die Werkstatt dazu gesagt? Pech, sowas kann passieren. Herr Professor, kommen Sie bitte. Herr Professor. Haben Sie alles so erledigt, wie ich es gesagt habe? Ja, ich habe alles mitgebracht. Alles, was Sie wollten. Den Kulturbeutel habe ich oben aufgelegt. Und hier, die Schlüssel. Oder soll ich die lieber Ihrer Frau geben? Nein, nein. Geben Sie die Schlüssel ruhig dem Professor. Die Tasche können Sie auch wieder mitnehmen. Na, heißt das... Sie können gehen. Na, Gott sei Dank. Sie wissen also, dass ich es nicht war. Ich weiß nur, dass unsere Beweise nicht ausreichen, um Sie hier zu behalten. Schönen Abend noch, Herr Professor. Guten Abend. Na, war das kein Fehler? Bist du da ganz sicher? Ja, ziemlich. Die Sache schmeckt mir nicht. Der Hinweis ist mir zu genau. Das Versteck, der Schlüssel, die Informationen, dass Diehl von den Aufzeichnungen schon vor der Operation erfahren hat, alles sehr dick. Kann mir nicht helfen. Man merkt die Absicht. Wann sagen Sie, kommt meine Frau zurück? Übermorgen, im Laufe des Tages. Typisch. Wenn man sie braucht, ist sie nicht da. Nee, nee, lassen Sie nur, ich mach das schon. Morgen früh, wie immer, 6.30 Uhr? Ja, wie immer. Gute Nacht. Gute Nacht. Wer ist da? Wer ist denn da? Nur ein Strahlschuss. Glück im Unglück. Na, was sagen Sie jetzt? Es ist doch wohl endgültig der Beweis erbracht, dass die mich fertig machen wollen. Scheint so. Danke. Scheint so. Was wollen Sie denn noch?
Sagen Sie, der Waffenschrank im Arbeitszimmer, der gehört doch Ihnen, oder? Ja, wem denn sonst? Meiner Frau bestimmt nicht. Warum? Da fehlt eine Pistole. Ach. Nun bleiben Sie bloß sitzen, sonst passiert noch was. Das geht schon, das ist ja nur ein Kratzer. Aber ich wohne hier. So? Und wie heißen Sie? Walter Diehl. Ich bin der Sohn vom Professor. Ach, wie sind das? Na, dann melden Sie sich mal schnell bei Herrn Feldmann. Er wartet schon eine ganze Weile auf Sie. Ja, ich bin mit ihm rein. Ja, ja, gut. Ist es möglich, dass die Pistole schon länger verschwunden war und Sie es noch nicht bemerkt haben? Nein. Ich habe gestern auf eine streunende Katze geschossen. Da habe ich die 08 noch gesehen. Ja, aber der Schrank ist nicht beschädigt und abgeschlossen war er auch. Hier, für alle Fälle. Vielen Dank. Wissen Sie was? Ich glaube, es kann eigentlich nur jemand aus dem Haus gewesen sein. Mhm. Haben Sie Hausangestellte? Nein. Du kommst gerade richtig. Wo ist die Pistole? Was für eine Pistole? Vaters 08. Die ganze Zeit hat sie da gehangen. Jahrelang. Und auf einmal ist sie weg. Ich hab sie nicht. Du weißt doch, dass ich die Dinger nicht anfasse. Auch dann nicht, wenn du auf mich losballern kannst. Da hören Sie es. Das ist ein Umgangston mit mir. Ein schönes Früchtchen, das. Kommen Sie, Herr Diehl. Wo waren Sie heute Nacht? Ich habe meine Mutter nach Uelzen gebracht. Aha. Um 5. Jetzt ist es kurz nach Mitternacht. Wieso hat das so lange gedauert? Ich habe sie hingebracht. Bin eine halbe Stunde bei meiner Tante geblieben und wieder zurückgefahren. Direkt zu meiner Freundin. Fragen Sie sie doch. Das tun wir auch. Ihre Jacke hätte ich gern. Danke. Herr Stelzer. Ich möchte Ihren Vater abholen. Ja, ja, ich weiß. Kommen Sie ruhig rein, Stelzer. Guten Morgen, Herr Professor. Guten Morgen. Was ist denn mit Ihrem Arm? Man hat heute Nacht auf mich geschossen. Ist es schlimm? Es könnte schlimmer sein. Sie sehen ja furchtbar aus, Herr Professor. Sie gehören ins Bett. Ja, ja, ich bin ganz schön wackelig auf den Beinen. Am besten, ich lege mich gleich hin. Aber die Dienstpläne müssen raus. Moment, ich muss sie mal nehmen. Ich bitte Sie, das kann ich doch mal. Entschuldigung. Wo sind Sie? Oben in meinem Zimmer. In meiner Tasche. Sie werden sie schon finden. Ich bin gleich wieder da. Hallo? Professor Diehl. Ja, es geht. Heute Nacht war es besser. Nein, der ist nicht hier, der joggt. Kann ich ihm was ausrichten? Ja, ist gut. Auf Wiedersehen, Herr Feldmann. Ja, Wiedersehen. Es war die Kripo. Sie wollten weitersprechen. Endlich kommt Bewegung in die Sache. Hoffentlich wird das bald aufgeklärt. Das macht einen direkt krank, also diese unsichtbare Gefahr. Hm. Wiedersehen, Herr Professor. Wiedersehen, Stürzer.
alles richtig, was du sagst, Kalle. Aber es gibt ja nicht nur die eine Möglichkeit. Ja, dann sag mir eine andere. Der Schrank war verschlossen. Das Schloss war nicht aufgebrochen, aber die 08 war weg. Wie soll das gehen? Das kann nur jemand aus dem Haus gewesen sein. Jemand anders kommt doch gar nicht an den Schlüssel ran. Sagst du immer jemand aus dem Haus? Warum sagst du nicht gleich Walter Diehl? Also sag ich gleich Walter Diehl. Der hat übrigens ein Motiv. Er hasst seinen Vater wie die Pest. Das war nicht zu übersehen. Aber wie bringt ihr den in Verbindung mit dem Mord an Stehling? Ich meine, Walter Diehl kommt doch gar nicht in die Klinik rein. Also ich muss zugeben, das erscheint mir auch noch nicht ganz logisch. Aber vielleicht haben wir es hier überhaupt mit zwei Menschen zu tun, mit zwei Tätern. Vielleicht ist der Junge durch den Mord an Stehling überhaupt erst auf die Idee gekommen, seinen Vater zu beseitigen. Ja. Erstens mit dem Tagebuch, zweitens mit der 08. Tagebuch Walter Diehl? Das passt doch zusammen. Sehr gut sogar. Wir müssen sein Alibi überprüfen. Tommy, geh mal zu seiner Freundin und stell fest, wann er gestern Abend zu ihr gekommen ist. Zur Tochter von Stehling? Ja. Mach ich. Der fährt ein Motorrad, das so einen Höllenlärm macht. Freuen sich die Nachbarn abends ganz besonders. Ja. Du, und noch was. Kram mal ein bisschen im Vorleben von Professor Diehl rum. Vielleicht gibt's da einen Hinweis, eine Spur oder ein Motiv. Es kann ja sein, dass wir am völlig falschen Ort graben. In Ordnung. Und wir, Kalle, wir müssen jetzt die 08 finden. Ich habe gestern Nacht Walter Diehls Zimmer durchsucht. Fehlanzeige. Ja? Verzeihung, ich wollte eigentlich zu Dr. Reimer. Kommen Sie herein. Ja. Herr Dr. Reimann, guten Morgen. Kirchhof Kriminalpolizei. Ich bin erst gestern zurückgekommen. Woher wissen Sie, dass ich da bin? Ja, Frau Dr. Duval hat im Krankenhaus mitgeteilt, dass Sie ab heute wieder im Lande sind. Falls Westphal dich braucht. Das muss doch Diehl entscheiden, oder? Ich glaube nicht, dass er jetzt noch was dagegen hat. Darf ich mich setzen? Bitte. Natürlich. Herr Dr. Reimann, ich will Sie auch gar nicht lange aufhalten. Kaffee? Oh ja, danke schön. Wann haben Sie Hamburg verlassen? Aber bitte mit Milch. Einen Tag vor der Operation. Und dann haben Sie den Abendzug genommen? Ja. Nach München. Ja. Am nächsten Morgen hat mich Dr. Duval in München angerufen und von dem schrecklichen Unfall erzählt. Mord, Herr Dr. Reimer. Das war kein Unfall. Sie, einen Tag vor der Operation haben Sie das Krankenhaus verlassen. Wann war das etwa? Gegen Mittag. Und Sie sind nicht wieder zurückgekommen? Am Abend? Nein. Warum? Ich verstehe Frage nicht. Ich schon. Könnte doch sein, dass du dich an dir rächen wolltest. Du kommst heimlich zurück und vertauscht die Schläuche. Ist es das, worauf Sie hinaus wollen? Ja, so in etwa. Dr. Reimann war bis zu seiner Abreise hier, das kann ich bezeugen. Ich selbst habe ihn zur Bahn gebracht. Und dann haben Sie gewartet, bis der Zug abgefahren ist? So ist es, bis zur letzten Sekunde. Sie sind auf dem falschen Dampfer. Ja, scheint so. Sie waren sehr kooperativ, Frau Doktor. Ich weiß das zu schätzen. Und danke für den Kaffee. Haben Sie das hier geschrieben? Ja. Warum? Warum haben Sie es denn nicht gelesen? Doch, doch, Zeile für Zeile. Sie dürfen hier nicht weiter, hier beginnt der sterile Bereich. Also, warum? Um die Patienten vor einem untragbaren Arzt zu schützen.
Und wahrscheinlich auch, um zu verhindern, dass Professor Diehl Chef von diesem Haus hier wird. Ja, das ist richtig. Auch das im Interesse der Patienten. Sagen Sie, Dr. Westphal, wie war das? Professor Diehl kam und sagte, dass die Operation stattfindet. Ja, und dass er die Narkose selbst machen würde. Und wie lange dauerte das dann noch bis zur Operation? Eine halbe Stunde vielleicht. Was haben Sie denn während dieser Zeit gemacht? Nicht auf die Operation vorbereitet, was denn sonst? Waren Sie zeitweilig allein im OP? Das weiß ich nicht. Also mein Gott, Sie stellen vielleicht Fragen. Schon möglich, dass ich alleine war. Das heißt, nein, ich war mit Dr. Duval im OP. Ach, die ganze Zeit? Ja. Das heißt, ich war einmal kurz draußen, um dem Patienten die zweite Spritze zu geben. Was meinen Sie, wie lange braucht man, um diese Schläuche da auszutauschen? Ja, das weiß ich doch nicht. Das müssen Sie Dr. Reimann fragen. Um 9 waren wir verabredet. Und um 9 war er auch hier. Er ist immer pünktlich. Diesmal war er aber nicht pünktlich. Das werde ich ja wohl wissen. Es war 9. Ich habe doch noch zur Uhr gesehen. Ja, dann brauchen Sie aber eine neue Uhr. Ihre geht nämlich dann nach, so circa um 2 Stunden. Walter Diehl ist erst nach 11 gekommen. Das ist nicht wahr. Doch, das ist wahr. Schließlich hat er die halbe Gegend hier wach gemacht mit seinem Feuerstuhl. Es war nach 11. Und drei Ihrer Nachbarn können das sogar beschwören. Und ich kann beschwören, dass es früher war. Fräulein Stehling, wissen Sie eigentlich, worauf Sie sich da einlassen? Ich sag nur die Wahrheit. Nein, das tun Sie eben nicht. Und damit machen Sie sich mitschuldig. Es geht hier immerhin um einen Mordanschlag. Haben Sie mich verstanden, Fräulein Stehling, um einen Mordanschlag? Mit dem Walter nichts zu tun hat. Er war es nicht. Er war hier bei mir. Fräulein Stehling, wissen Sie, was Beihilfe ist? Dafür wird man eingesperrt. Da sitzt man ein mit anderen asozialen Typen. Mit Nutten, mit Diebinnen, mit halbverrückten Kriminellen, die einen nicht in Ruhe lassen. Das halten sich alle 4 Wochen aus. Ich habe doch nichts verbrochen. Sie sind aber auf dem besten Wege dazu. Also wirklich, ich kann Ihren Freund nicht verstehen. Wie kann er Sie in so eine Sache reinlaufen lassen und dann auch sagen, dass er Sie liebt? Der muss sich doch über die Folgen im Klaren sein. Kommen Sie. Machen Sie sich nicht unglücklich. Sagen Sie mir, wann er gekommen ist. Jetzt sagen Sie mir, wann er gekommen ist. Etwas nach 11. Na also. Das war der erste Schritt. Jetzt machen Sie auch noch den zweiten. Guten Tag, Herr Professor Diehl. Sie sind schon wieder da, diesmal wegen des Sohnes. Ich kann mir schon vorstellen, was Sie suchen. Viel Erfolg. Danke. Meine Herren. Hier bei Professor Diehl. Ein Herr Bayer für Sie. Oh, danke. Ja, Feldmann? Was gibt's denn, Tommy? Aha. Sehr gut. Danke. Da können Sie suchen, bis Sie schwarz sind. Hier finden Sie nichts. Warten wir es ab. Meine Herren? Nicht anfassen. Das verstehe ich nicht. Ich weiß nicht, wie das Ding hierher kommt. Tatsache ist, dass es eine 08. Die 08, die wir suchen. Und die war hier versteckt, in Ihrem Zimmer. Ich hab ja gesagt, er hat sie. Ich hab's doch gewusst. So ein Verbrecher. Schießt auf seinen eigenen Vater. Aber du bringst mich nicht um. Du nicht.
Vorher schlage ich dich tot. Hey, hören Sie auf! Bring sie runter! Du Verbrecher, du kriegst schon noch deine Strafe! Genug. Los jetzt! Ja, hab ich aber genug! Sperren Sie mich ein! Los jetzt! Lass dich endlich wieder sehen! Nie wieder! Du Verbrecher! Kommen Sie, Herr Diehl. Sie gehen jetzt ein bisschen mit mir. Ja, bitte. Guten Tag, Herr Kollege. Warten Sie bitte los. Seien Sie so nett, warten Sie noch einen Augenblick raus, dann rufen Sie dann. Bitte, Herr Diehl, nehmen Sie Platz. Ich war es nicht. Moment. Jetzt. Ich war es nicht. Ich hab nicht auf ihn geschossen. Herr Diehl, jetzt erzählen Sie mir bitte nicht alles das, was Sie nicht gemacht haben. Das mit dem Tagebuch, das geht auf mein Konto. Mhm. Ich wollte den Alten weghaben. Er hat meine Mutter wie Dreck behandelt. Ich konnte es nicht mehr mit ansehen. Und da haben Sie ihm das Tagebuch untergejubelt und uns den Tipp gegeben. Ja, aber das habe ich gemacht. Loni hat damit nichts zu tun. Ja, immerhin hat sie die Kassette besprochen. Weil ich sie überredet habe. Sie wollte es nicht. Ich habe sie unter Druck gesetzt. Na schön, das können wir ja alles später noch klären. Aber Sie sind gestern erst kurz nach 23 Uhr bei ihr erschienen. Das heißt, eine halbe Stunde nach dem Schuss. Ja, ich... Ja? Wieso? Ich hatte mir einen Wagen geliehen. Furchtbare Kiste. Ständig stehen geblieben. Ich habe dreimal so viel Zeit gebraucht. Warum haben Sie das nicht gleich gesagt? Ich weiß es nicht. Aus Angst, glaube ich. Und es ist doch genau dasselbe wie mit der Pistole. Sie haben sie in meinem Zimmer gefunden und glauben jetzt, dass ich es war. Tatsache 1 ist, aus dieser 08 ist geschossen worden. Tatsache 2 ist, irgendwann muss sie ja irgendwie unter ihren Synthesizer geraten sein. An dem Abend, als es mit meinem Vater passiert ist, haben sie mein Zimmer doch schon mal durchsucht. Und sie haben nichts gefunden. Das ist richtig. Und plötzlich ist sie da. Ist doch sonderbar, oder? Die hat doch jemand dahingelegt, um mich zu verdächtigen. Oder Sie haben die 08 unter dem Synthesizer versteckt, weil Sie meinten, das Zimmer sei ja schon durch. Die kann ich nicht machen. Nein, ich habe das Ding nicht angefasst. Pepe, der möchte bitte reinkommen. Herr Diehl, wir werden heute Abend ein Protokoll schreiben. Bis dahin wissen wir auch, ob an Ihrer Motorradluft Schmauchspuren von dem Schuss haften. Und bis dahin haben Sie Zeit, sich die ganze Sache noch einmal ganz gründlich zu überlegen. Danke. Hm. Wiedersehen. Wiedersehen, Herr Kollege. Wiedersehen. Hört mal her. Ich habe eure Protokolle durchgelesen. Ja, ist was? Ja. Und zwar bei mir hat diese Dr. Duval ausgesagt, dass sie nie alleine im OP war. Ein Dr. Westphal sagt aber aus, er hätte sie alleine im OP zurückgelassen. Ah. Ich glaube, es ist Zeit für unseren Test. Vielen Dank, dass Sie uns geholfen haben. Bitte. Bitte. Und das macht nichts. Wir wollen nur die Durchschnittszeit ermitteln. Ich habe 9-mal die Fahrprüfung gemacht, dass es endlich geklappt hat. Alle technischen Dinge sind für mich böhmische Dörfer. Ich bin auch kein Genie.
versucht, Sie sehen ja, was dabei herausgekommen ist. Ja, Frau Dr. Duval, Rekordzeit war es nicht gerade. Bestimmt nicht. War das alles? Ja, vielen Dank, dass Sie uns geholfen haben. Bitte. Schneller als alle anderen. Wirklich? Ja, Sie sind der Schnellste und Dr. Duval die Langsamste. Dr. Duval? Ja, sogar mit Abstand. Wundert Sie das? Eigentlich ja. Sie hat doch auch Dr. Hermann geholfen. Ich dachte, sie ist die Schnellste. Frau Dr. Duval und Herr Dr. Reimann. Feste Sachen. So fest, dass es Deal auf die Palme gebracht hat. Wieso denn Deal? Der wollte mit ihr was anfangen. Aber da konnte er nicht lang. Die hat nur Augen für Reimann. Oder wie Deal sagt, sie ist die Möhre. Ja. Ich bin nach München gefahren, um mich nach einer Stellung umzusehen. Und wären Sie in München geblieben, wenn Sie etwas gefunden hätten? Sofort. Und Dr. Duval, wie hat sie das gesehen? Ich meine, so eine lange Trennung ist doch problematisch. Das bedeutet oft das Ende einer Beziehung. Wir hätten schon eine Lösung gefunden. Sieht Dr. Duval das auch so? Sicher. Aber das kann sie Ihnen am besten selbst sagen. Tja, da haben Sie recht. Würden Sie bitte bestellen, dass sie morgen zu uns kommen möchte, so gegen 10 Uhr. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Die Duval werden wir uns morgen vornehmen. Du kannst sagen, was du willst, aber irgendwas stimmt mit der nicht. Das habe ich im Gefühl. Und seinen Gefühlen soll man bekanntlich nachgeben. Du kannst mich mal. Hört mal zu, das ist eine Bombe. Vor einem Jahr ist schon mal auf ihr geschossen worden. In Berlin. Die Kollegen hatten dem Mann einer Patientin den Verdacht, die angeblich durch einen Kunstfehler von Professor Diehl ums Leben gekommen ist. Ach, sieh mal an. Das würde erklären, warum uns Diehl nichts davon gesagt hat. Ja, ja. Aber der Mann war es nicht. Er hat ein Alibi. Wie heißt denn der Mann? Klambeck. Klambeck, Klambeck, sagt mir im Moment nichts. Vielleicht sagt er dem Mädchenname der Frau was. Hm? Ja, dann sag schon. Der Mädchenname ist Anna Stelzer. Stelzer, Stelzer? Wie der Chauffeur von unserem Professor Diehl? Genau so. Der Chauffeur ist der Sohn von der Frau. Das hat man aber erst später festgestellt, weil er den Mädchennamen seiner Mutter trägt. Keiner ist auf die Idee gekommen, dass da irgendein Zusammenhang besteht. Und später hat man da mal nachgefasst. Ja, so nebenbei. Er hat behauptet, er sei als Steward zur See gefahren, als es passierte. Aha, prüf das mal nach. Habe ich schon. Als die Schüsse fielen, da war sein Schiff im Dock in Bremen. Na? Ist das eine Bombe? Das kannst du laut sagen. Es scheint so, als wenn Stelzer unser Mann ist. Hör doch mal langsam, langsam. Wie passt denn dann Stehling da rein? Damit hat er nichts zu tun. Ich glaube, er hat den Mord nur dazu benutzt, den Verdacht auf den Täter im Krankenhaus zu lenken. Wie bei Walter Diehl. Erinnerst du dich, Ecki? Stelzer hatte doch gestern Abend den Schlüsselbund von Professor Diehl bei sich. Ja, richtig, ich erinnere mich. Also konnte er doch gestern Abend ohne weiteres an den Schrank gegangen sein und die Pistole rausgeholt haben. Und sie Walter Diehl untergeschoben haben. Stelzer war heute früh schon in der Villa. Ich habe mit Professor Diehl gesprochen. Übrigens, du, das mit dem Auto stimmt auch nicht, was er gesagt hat. Ganz im Gegenteil. Die Werkstatt ist überzeugt, dass da jemand nachgeholfen hat. Tommy, geh mal zu Stelzer und hol die Sachen, die er gestern Abend angehabt hat. Wenn er geschossen hat, müssen da Schmauchspuren dran sein. Eine graue Jacke und ein hellblaues Hemd und dann hin damit zur KTU. Okay. Komm. Poli-Telefon. Wer ist es denn? Keine Ahnung, hat sein Mann noch genannt. Thank you.
Gut, dass Sie gekommen sind. Sie wissen warum? Ja, ich habe Sie erwartet. Als Ihr Kollege meine Sachen holte, da wusste ich, dass Sie mich kassieren. Herr Stelzer, wir nehmen Sie fest, weil Sie versucht haben, Herrn Professor Diehl umzubringen. Einmal mit dem Auto, das zweite Mal mit seiner eigenen Pistole. Ja, ja, ich weiß. Ich gebe es zu und ich bin froh, dass es endlich vorbei ist. Kommen Sie, Herr Stelzer. Aber eins tut mir verdammt leid. Dass Sie Herrn Professor Diehl nicht richtig erwischt haben? Nee, weil ich mein Leben wegen so einem Schwein ruiniert habe. Das war es wirklich nicht wert. Damit du dich nicht langweilst. Danke. Ich bin bald wieder auf dem Damm. So lange kann ich die Klinik auch nicht allein lassen. Deshalb bin ich hier. Das Kuratorium hat heute Morgen getagt. Ja, und? Es wurde noch mal deine Wahl zum kommissarischen Leiter diskutiert. Was gibt's denn da noch zu diskutieren? Na, du bist gut. Inzwischen ist ja eine Menge passiert. Woran ich keine Schuld habe? Ja, selbstverständlich nicht. Keiner hat dir einen Vorwurf gemacht. Das wäre ja auch noch schöner. Aber wir dürfen uns nicht darüber hinweglügen. Der Tod von Stieling hat ein beachtliches Aufsehen erregt. Gift fürs Krankenhaus. Da muss ich dir doch nicht erst sagen. Ach, das beruhigt sich wieder. Ein paar Tage noch, dann spricht keiner mehr darüber. Ja, ist das Kuratorium anderer Meinung. Aber wie dem auch sei, das Krankenhaus muss unbedingt aus den Negativschlagzeilen. Und dazu muss jeder beitragen. Was heißt das? Bitte sprich doch endlich Fraktur. Was bedeutet das für mich? Das Kuratorium glaubt, dass die notwendige Ruhe am schnellsten wiederhergestellt wird, wenn du zurücktrittst. Als Kandidat für das Amt des Krankenhausdirektors? Überhaupt. Was seid ihr bloß für Heuchler? Opportunisten, wie sie im Buche stehen. Ihr lasst eure Freunde fallen wie eine heiße Kartoffel. Und wenn sie noch so viel für euch getan haben, nur nicht anecken, bloß keine Stellung beziehen, könnt ihr eurer Karriere schaden. Aber keine Angst. Ich mache euch keine Schwierigkeiten. Ich trete zurück. Wohin gehst du? Mein Parteibuch holen! Was ist los mit dir? Ich habe keinen Hunger. Ich weiß nicht, du bist heute Abend irgendwie anders. Das bildest du dir nur ein. Nein, nein, ich kenne dich. Irgendwas ist los mit dir. Warum sagst du nicht, was du hast? Was ist es? Ich habe das Gefühl, dass die Kripo dich verdächtigt. Mich? Da bin ich ganz sicher. Du sollst morgen hinkommen. So ging es hin. Von mir aus? Sieh mich an. Vorhin, als ich bei der Kripo war, habe ich es plötzlich mit der Angst bekommen. Deinetwegen. Musst du nicht. Wirklich nicht? Guten Morgen.
Nett, dass Sie gekommen sind. Bitte, nehmen Sie doch Platz. Darf ich Ihnen einen Kaffee anbieten? Nein, danke. Ich habe wenig Zeit. Ja, Frau Doktor, beim Durchlesen unserer Protokolle sind wir auf ein paar Widersprüche gestoßen. Zum Beispiel? Meinem Kollegen gegenüber haben Sie wörtlich erklärt, ich war nie allein im OP. Dr. Westphal aber sagt aus, er sei zwar mit Ihnen im OP gewesen, hätte dann aber den Raum verlassen. Also waren Sie doch allein. Schön, dann war ich eben allein. An sowas erinnert man sich nicht. Alles, was vor einer Operation zu tun ist, erledigt man automatisch, ohne nachzudenken. Na gut, lassen wir das. Aber erklären Sie mir doch bitte eins. Sie haben Dr. Reimann öfter beim Aufbau seiner Apparatur geholfen. Sie hatten also neben Dr. Reimann als einzige Routine im Umgang mit dem Narkosegerät. Und dennoch haben Sie bei unserem kleinen Versuch die längste Zeit gebraucht. Ich habe Ihnen doch gesagt, ich habe zwei linke Hände. Das nehme ich Ihnen nicht ab. Ich glaube vielmehr, Sie haben absichtlich so lange gebraucht. Ja, Sie haben Zeit geschunden, um uns zu überzeugen, dass Sie als Täter nicht in Frage kommen. Aber genau das haben wir vom Täter erwartet. Das ist doch absurd. Finden Sie nicht, dass Ihr Kontingent an Fantastereien sich so langsam erschöpft? Ich finde, diese Fantastereien sind sehr konkret, wie Ihr Motiv. Professor Diehl ist nach diesem Vorfall als Leiter der Klinik so gut wie erledigt. Das bedeutet, dass Dr. Reimann wieder zurückkommen kann. Das möchten Sie doch, oder? Natürlich möchte ich das. Sehen Sie? Ist ja auch so gut wie geschafft. Dr. Reimann ist wieder da. Das ist kein Beweis. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, ich habe mit dem Tod von Herrn Stehling nicht das Geringste zu tun. Guten Tag. Warten Sie auf mich? Nein. Oder doch. Reimann. Herr Dr. Reimann. Nehmen Sie doch bitte Platz. Was kann ich für Sie tun? Ich will ein Geständnis ablegen. Was wollen Sie denn gestehen? Die Sache mit Stehling. Mit Stehling? Ja, aber zu dem Zeitpunkt waren Sie doch in München. Ich wollte ja auch nicht Stehling treffen, das war ein Zufall. An Professor Diehl wollte ich mich rächen. Aber wie haben Sie das gemacht? Ich meine, Frau Dr. Duval hat Sie doch zum Bahnhof gebracht und abfahren sehen. Nein. Sie war nur bis kurz vor der Abfahrt da. Ich bin auf der anderen Seite aufgestiegen und mit der Taxi ins Krankenhaus gefahren. Aha. Da haben Sie dann die Schläuche vertauscht. Ja. Ja, und weiter? Dann bin ich zum Bahnhof zurück und habe den 23.17 genommen. Klingt ja alles sehr logisch. So was. Bist du fertig? Aha. Herr Dr. Reimann, unterschreiben Sie bitte Ihr Geständnis. Ach, Herr Doktor, darf ich Sie bitten, noch einen Augenblick Platz zu nehmen? Bin gleich wieder da. Wollen Sie vielleicht einen Kaffee haben? Moment. Ach, Eggy, du kannst Schluss machen, der Fall ist geklärt. Herr Dr. Reimann hat soeben gestanden. Ach. Ja, das klingt doch alles sehr logisch und überzeugend. Er hat aus Rache getan. Ich hab doch gesehen, wie er weggefahren ist. Nein. Er ist auf der anderen Seite des Zuges wieder ausgestiegen und unbemerkt ins Krankenhaus zurückgefahren. Ja, das Geständnis ist glaubhaft. Ja. Ich werde ihn jetzt ins UG überführen lassen. Sagen Sie, Frau Doktor, könnten Sie ihm nicht ein paar Sachen zusammenpacken? Und nehmen Sie eine ganz große Tube Zahnpasta. Ach, Herr Doktor,
Welchen Zug hatten Sie noch mal genommen? Den 23.17 Uhr. 23.17 Uhr? Da haben Sie Pech gehabt. Den gibt's nicht mehr. Sie haben das Kursbuch vom letzten Jahr erwischt. Nicht doch, Herr Dr. Reimann. Hier geht's raus. Tut mir leid, dass es so lange gedauert hat. Aber immerhin haben wir jetzt ein Ergebnis. Der Fall Stehling ist gelöst. Bitte. Nein. Bitte? Dr. Reimann war es nicht. Tja, aber er hat ein Geständnis abgelegt. Und das tut keiner, wenn es um Lebensmittel geht. Das ist ihm egal. Er hat es für mich getan, um mir zu helfen. Ich habe die Anschlussstutzen abgeschnitten und die Schläuche vertauscht, damit er zurückkommen kann. Dr. Reimann ist unschuldig. Ich war's. Ich ganz allein. Das müssen Sie mir glauben. Das tue ich. Ich glaube Ihnen. Life may help to get you on your way, but love, it depends on you. Maybe that you gave